Hallo, moin und herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei PharmaQuick, deinem Higher Inspiration Talk. Heute mit der Fortsetzung des Themas, womit wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben. Wir sind in die Kultur eingestiegen. Unternehmenskultur, Teamkultur. Wir haben uns kurz mit der Realität beschäftigt und herausgefunden, wie es tatsächlich aussieht und möchten heute zu den Lösungsansätzen kommen. Was erwarten wir von der Führung? Was wünschen wir uns, damit es eine Teamkultur, eine Unternehmenskultur sein kann, die dazu angetan ist, Mitarbeiter, Führungskräfte, das gesamte Team zu vereinen? Ja. Der Staffelstab, er wandert wieder. Ja, vielleicht nehme ich denn gleich den Staffelstab. Ich denke, für mich spielen da drei Punkte eine wesentliche Rolle. Das eine ist, was du schon gesagt hast, Moni, Führung ist für mich ja super wesentlich. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele Untersuchungen und auch Studien, die aufzeigen, dass das auch ja nicht wertschätzende Führung der Kündigungsgrund Nummer eins ist. Das heißt, die Führung sollte sich natürlich regelmäßig reflektieren und auch überlegen, welchen Führungsstil sie wahrnehmen will und wie sie denn führen möchte. Stichpunkt modernes Leadership, da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Zweiter Punkt ist für mich wirklich die Kommunikation. Und zwar wertschätzende Kommunikation im Team. Wie will ich die umsetzen? Welche Möglichkeiten ergeben sich da? Wie oft möchte ich kommunizieren? Beginnend bei der Einstellung, Stichwort Onboarding-Prozess. Dann natürlich auch, wie will ich mit dem Team zusammenwachsen? Ja, wie schaffen wir das? Was für Möglichkeiten gibt es denn, uns auszutauschen? Was habe ich sonst noch für Möglichkeiten, damit das Teamgefüge sich verstärkt? Stichwort Unternehmensleitbild, gemeinsame Spielregeln definieren. Ohne da jetzt schon ins Detail gehen zu wollen. Aber das sind für mich also wesentliche Punkte, die wir vielleicht im Auge behalten sollten. Und vielleicht können wir da so nach und nach uns vortasten und drüber sprechen. Und damit gebe ich den Staffelstab auch schon weiter an die Christiane. Vielleicht hast du Lust, mit einem dieser Punkte anzufangen und mal sagen, was ist für dich denn am wichtigsten? Ich glaube, zuerst ist die Eigenreflexion das Wichtigste. Wenn ich jetzt Führungskraft bin, zu reflektieren, dass ich nicht automatisch mit einer bestimmten Gehaltsstufe und einem bestimmten Titel oder mit der Unternehmensführung auch eine Führungskraft bin. Das ist ja kein Ausbildungsberuf und kein Schulfach. Und ich glaube, das ist das Wichtigste zu erkennen. Okay, ich verdiene vielleicht XY, ich leite diese Apotheke als Beispiel jetzt oder dieses Unternehmen. Das heißt aber nicht, dass ich sofort auch Mitarbeiter führen kann. Und das ist, glaube ich, auch bei vielen, das muss ich jetzt mal ein bisschen vielleicht auch kritisch hinterfragen, vielleicht auch nicht immer so drin, dass man dann automatisch denkt, naja, ich habe jetzt diesen Posten oder auf die Apotheke bezogen, ich führe die jetzt und klar, ich bin auch Führungskraft. Und das Wort, wenn man so auseinander nimmt, Führen und Kraft, ne, das sind ja auch schon zwei Worte, die so ein bisschen auch sagen, was dahinter steckt. Und ich glaube, das wäre der erste Schritt, sich selber zu hinterfragen, okay, ich habe natürlich auch die Verantwortung für dieses Unternehmen, ich habe auch die Verantwortung für die Menschen, die hier tagtäglich ein- und ausgeben und wir wollen auch gemeinschaftlich erfolgreich sein. Und das fängt bei der Eigenreflexion an. Und erst dann, wenn ich als Führungskraft auch wirklich dieses lebe, wenn ich mich wirklich selber reflektiere und vielleicht auch erkenne, und dazu braucht es ganz viel Mut, glaube ich, zu sagen, eigentlich kann ich das noch nicht so gut. Eigentlich habe ich da so ein paar Defizite. Das hat ja ganz viel auch damit zu tun, wow, selbst einzugestehen, das sind meine Schwächen. Und wenn ich das angehe, dann, glaube ich, kommt erst der zweite Schritt von diesen vielen Möglichkeiten, Sabine, die du gerade genannt hast, die alle richtig sind. Aber das würde ich als erstes sehen. Und das ist erstmal die Arbeit mit sich selbst. Okay. Ja, Moni, wie siehst du es denn? Ja, super wichtig und super richtig, Arbeit mit sich selbst. Und ich mag die Perspektive jetzt ein Stück weit verlagern. Wir waren jetzt bei den Führungskräften. Wer oder was führt denn genau wen? Führen wir uns nicht alle selber ein bisschen?
sind nicht auch die Mitarbeiter, die jetzt nicht den Titel, die Rolle haben, Führungskraft in Anführungsstrichen, dafür verantwortlich, auch in der Führung für sich selber, damit fürs Team und die Unternehmenskultur genau mit diesen Werten auch zu arbeiten. Und da sind wir beim Shared Leadership, zu dem wir ja dann noch eine Folge drehen wollen. Bleiben wir vielleicht mal bei den Mitarbeitern. Genau dieses offene Kommunikationsprinzip, das hatten wir auch schon, diese Ehrlichkeit mit sich selber auch, zu überlegen, welchen Anteil habe ich denn an dieser Situation, sodass ich dann wirklich eine Unternehmenskultur auf ganz hohem Niveau direkt per se etablieren kann, ohne dass groß überlegt werden muss, was muss ich denn jetzt eigentlich noch tun? Ich bin so, wie ich bin, genau richtig. Und das, was mich ärgert, darf ich auch zum Ausdruck bringen, weil da ist der größte Wachstumsfaktor überhaupt verborgen. Und dann haben wir per se über diese Eigenreflexion, über die Kommunikation, die dann stattfinden kann, die Lösungsansätze implizit schon mit drin. Ja, vielleicht kann ich da noch beifügen. Für mich bedeutet es dann auch, dass ich mir natürlich Zeit nehme, ja, auch in den Unternehmen Zeit einräume für solche Teamreflexionen. Ich nenne es jetzt mal so, ja, nicht nur für mich selbst, das muss ich natürlich für mich selbst tun, Zeit einräumen und immer gucken, wo ich stehe und was ich selbst beitragen kann, aber auch für das Team, damit die sich auch austauschen können, die Möglichkeit haben, über solche Dinge zu sprechen und dann einfach auch mal sagen können, wo stehen wir denn gerade? Ja, fühlen wir uns wohl? Wo wollen wir denn hin? Und welche Möglichkeiten haben wir denn? Und was können wir denn aus dem Team heraus tun, damit wir Spaß haben und damit die Arbeit Spaß macht und wir uns in dem Unternehmen wohlfühlen und das auch auf Augenhöhe, natürlich auch mit der Führungskraft. Und ich denke, das bedeutet viel Teamzeit und auch wieder das Bewusstsein, dass es einfach extrem wichtig ist. Denn wie gesagt, ich glaube, Christiane, du hast das auch mal erwähnt oder vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Ohne Mitarbeiter kein Erfolg. Ja, also Mitarbeiterinnen sind einfach das Wesentliche am Unternehmenserfolg. Und erst dann, wenn ich die habe und die dabei sind und motiviert sind, dann kann ich meine Kunden bedienen. Deswegen wirklich denkt an Teamzeit. Und damit übergebe ich nochmal den Staffelstab an die Christiane, weil du hast da, glaube ich, schon mal einiges dazu gesagt. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, Zeit, klar, Geduld. Und also so ein Prozess, sich einlassen auf diesen Prozess. Und da wird es Höhen und Tiefen geben. Da wird es auch mal ein Gewitter geben. Also wenn man sich auf diesen Prozess einlässt, der ist nicht nur im Bällchenbad, wie man so schön sagt, der ist auch manchmal unangenehm, auch für einen selber unangenehm. Das, was Moni gerade angesprochen, dass man dann auch selber reflektiert, ey, das war jetzt echt, da habe ich mich verrannt und habe eine Schutzmauer um mich drumherum gebaut und. Und das tut weh. Ne? Das ist ja erstmal auch ein Prozess für einen selber, egal als Führungskraft oder als Mitarbeiter oder als Team, der nicht immer einfach ist. Der ist nicht angenehm immer. Und da ist es, glaube ich, dann schön, das auch zu wissen. Sonst lassen wir uns darauf ein. Aber auch gemeinschaftlich zu wissen, hey, wir wollen, dass es besser wird, weil du kannst als Unternehmer, ich bleibe einmal der Apotheke, noch so viel Ware einkaufen, die schön präsentieren, da fängt schon an, wer präsentiert sie ohne Mitarbeiter? Ja, da brauche ich die PKA für, die eine vernünftige Warenpräsentation versteht, aufgrund von Category Management und Co. Und ich brauche natürlich eine gute PTA, ich meine auch männlich und weiblich, ich lasse das Gendern hier heute weg. Das ist wichtig, weil sonst läuft das nicht. Also alleine als Führungskraft bin ich ja aufgeschmissen. Umgekehrt, als Mitarbeiter bin ich ohne Führungskraft aufgeschmissen. Also beide sind ja voneinander, ich würde sagen, auch positiv abhängig. Nicht nur negativ, positiv abhängig. Und das sollte man nach vorne bringen, zu wissen, ich kann jetzt wirklich nur nach unten hin Duckmäuserchen Druck verteilen und die andere Gegenseite meckert nur, mault nur, das gibt's auch. Und dann baut es so eine Front auf und was passiert? Der Kunde, wir sind ja alle Menschen, die diese Energien spüren konnten. Ne? Und man weiß doch selber, wenn ich irgendwo reinkomme in einem Raum, wo vorher
eine unangenehme Situation war, das spüren wir, also die meisten spüren das zumindest. Und das ist ja in der Apotheke jetzt ja genauso. Ne? Der Kunde spürt, ob da Stress ist, ob da ja, irgendwas unausgesprochen vielleicht ist, also so im Unterbewusstsein. Ist hingegen eine gute Stimmung da, eine gute Energie da, trotz vieler Arbeit. Ich glaube, das merken auch die Kunden und sie fühlen sich dann einfach auch wohler. Ne? So, das ist so, oh, die sind echt lieb, die sind nett, die sind freundlich. Und das ist uns doch auch in anderen Bereichen so. Wenn ich eine Jeans irgendwo kaufe und der im Laden, die haben gute Laune, die Verkäuferin ist nett und die brät einen gut, ja, dann macht es Spaß. Und so ist es halt auch in der Apotheke und in allen anderen Unternehmen auch. Und es ist halt immer dieses Geben und Nehmen. Aber was, glaube ich, wichtig ist, dass man den Mut hat, sich für diesen Prozess überhaupt zu entscheiden, auf beiden Seiten, der nicht immer rosarot sein wird. Ich sage ja gerne dazu, wir sitzen alle zusammen in der Achterbahn. Und dann gibt es halt nochmal einen Looping und irgendwann können wir die Aussicht genießen, kurz bevor wir dann wieder ganz oben sind und der nächste Looping sich ankündigt. Und da finde ich es genauso wertvoll, eben mit der Zeit zu arbeiten. Zeit zu investieren, genauso wie du gesagt hast, Sabine, einen Jour fix morgens, der kann auch nur 5 Minuten dauern oder 10 Minuten, aber alle zusammen sich hinzustellen und zu sagen, okay, also mir ist heute jetzt echt überhaupt nicht gut, ich brauche Pause, okay, Labor für dich, ja, und stattdessen die Arbeiten dann so einzuteilen, dass es jedem zuträglich ist. Aber auch Teamsitzungen, unglaublich wertvoll, wirklich das komplette Team dann, nicht nur diejenigen, die gerade anwesend sind, zu informieren, sondern wirklich im Gesamtkontext. Und das merkt die Kundschaft im Unternehmen, das merken unsere Patienten, das merken die. Christiane, da hast du absolut recht. Das Stichwort Energie ist ja genau meins, das schnappe ich dann wieder, gerade in dieser hochenergetischen Zeit gerade, wo sich so viel ändert, wo wirklich so viele Dinge passieren, die teilweise unfassbar sind, die sind unglaublich. Da bleibt einem die Spucke weg, da in der Mitte zu bleiben und diese Mitte zu transportieren auf das gesamte Team, auf die gesamte Unternehmenskultur. Genau das ist das, was bei den Kunden dann auch ankommt. Und da kann gerade richtig ein Gewitter wirklich kurz vorher einmal durchgezogen sein, aber diese bereinigende Energie nach dem Gewitter, das ist die, die dann gespürt wird. Und das ist super wertvoll. Das ist genau das, was wir, glaube ich, im Moment auch brauchen, wirklich ehrlich, authentisch. Kurz mal Gewitter und dann reinigt sich das Ganze auch wieder, bereinigt sich. Ja. Genau. Ja, das war doch schon eine gute zweite Folge zu diesem Thema. Und auch hier danke ich euch für das tolle Gespräch und freue mich auf die nächste, dritte Folge zu diesem Thema. Wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Danke. Tschüss.